Was ist die Aufgabe, was dürfen wir moderieren für ProSieben? Also, einer von euch beiden muss mit dem Steiger nach oben. Der andere bleibt unten und beginnt sich selbst filmend mit dem Aufsager. Also du gehst hoch, ich bleib unten? Genau, wie immer. Die Kamera muss dann zu demjenigen auf dem Steiger hochgeworfen werden, der den Aufsager weiterspricht. Also einer fängt unten an zu reden, man schmeißt hoch, oben, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Bitte. Danke. Klasse. Die Aufgabe heißt nicht, wie hoch geht der Steiger, sondern wir müssen das hin und her werfen. Boah, ist aber richtig ganz schön hoch, ey. Also, die nun folgende Aufgabe hat damit zu tun, dass man Gegenstände werfen muss. Na gut, sie ist wieder bei dir angekommen. Und sie läuft noch. Okay, also die nun folgende Aufgabe hat wohl was mit Werfen zu tun. Ja, es könnte doch ein bisschen dauern. Ja. Hast du Sonnencreme drauf? So, im Studio müssen wir aber irgendwie mehr aufs Ohr hören als auf alles andere. Ich habe keine Ahnung, Steven weiß wahrscheinlich besser, aber vielleicht will Klaas auch noch was dazu sagen. Falls du noch läufst, geben wir jetzt ab ins Studio zu Steven. Sag was. Hallo, ich komme aus Oldenburg. Lieder werfen. Ich habe dir wirklich ganz, ganz toll gemacht. Vielleicht nochmal für alle, die Station-IDs bzw. die Spiele-IDs werden eingesprochen von Joko und Klaas nach einem Drehbuch, das sich die Promis ausgedacht haben. Und willkommen zu unserem nächsten Spiel. Und ganz ehrlich, wir sind heute wirklich mit fantastischen musikalischen Gästen in dieser Show gesegnet. Sie sind beide aus der Pop-Welt nicht mehr wegzudenken und vor allen Dingen auch aus der Songlandschaft. Sie schmeißen mit Hits nur so um sich und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend da sind. Hier sind Vanessa Mai und Axel Aki Bosse. Schön, dich zu sehen. Hallo. Na? Hallo. 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 Kommt an meine Seite. Eine persönliche Frage. Wenn ihr im Studio seid und euch so richtig ärgert über, keine Ahnung, Song oder falsche Komposition, was macht ihr dann? Werft ihr dann mit Sachen um euch oder eher nicht? Ich fluche. Du fluchst? Richtig? Ja. Also so richtig? Ja, schon. Du? Und du? Ich werfe. Was wirfst du? Nee, ich werf nicht. Aber es ist manchmal schon, also beim Schreiben ist es manchmal schon so, das kennen viele, glaube ich, die das machen, dass man immer so 3 Wochen oder einen Monat irgendwas macht und das schmeißt man dann wirklich weg. Dann schmeißt man das eben, ja. Oh, wie philosophisch. Weißt du, wie bitte? Ja, wie philosophisch, aber ach so, stimmt danke. Ja. Das heißt, du schmeißt es in die Ecke und lässt es dann auch liegen. Ja, in Festplattenmüll. In Festplatten. Ja, aber ich hau jetzt nicht eine Gitarre kaputt oder so. Na, macht auch keinen Sinn. Hast du Vanessa macht das, oder? Hast du das irgendwann schon mal gemacht, so auf der Bühne, so, um so cool zu tun? Nee, habe ich noch nicht. Aber dafür habe ich auch. Würde aber auch zu vielen Songs nicht passen bei dir. Muss man sagen. La, la, la. Und dann nee. Gut, es geht hier aber auf jeden Fall ums Liederwerfen in diesem Spiel, das genauso auch heißt. Findige Helferlein haben in diesen wunderbaren Ball eine Musikbox eingebaut. Und daraus werden gleich die Refrains von absoluten Superhits ertönen und erklingen. Ein Team wirft sich quer durchs Studio diesen Ball zu, während das andere Team versucht zu lauschen und zu erkennen, um welchen Song es sich dabei handelt. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Niedlichkeiten dieses Spiels. Das werfende Team geht in die schalldichten Kabinen. Der Song wird 30 Sekunden lang gespielt. Innerhalb dieser 30 Sekunden muss der Ball von der einen Person zur anderen geworfen werden und die muss dann damit auch wieder in die Kabine rein. Das lauschende Team steht hier in dieser Lauschzone und darf sie nicht verlassen. Das ist sozusagen die Zone, in der man sich bewegen kann. Wenn das lauschende Team den Song erkennt, gibt es einen Punkt. Ansonsten bekommt das werfende Team den Punkt. Joko und Klaas legen vor mit Werfen. Das heißt, ihr beide nehmt den Ball mit. Wer möchte ihn nehmen und werfen? Ja, werfe ich den. Ja. Dann gehst du in die schalldichte Kabine. Aki und Vanessa, ihr bleibt hier und okay. Müsst euch sozusagen taktisch arrangieren und hören und schauen, wo der Ball an euch vorbeifliegt.
damit ihr den Song erkennen könnt. Also wir bleiben einfach hier. Und eine Bitte an das Publikum hier im Studio. Absolute Ruhe. Und Joko und Klaas, beim Werfen dürft ihr natürlich den Song nicht übertünchen mit irgendwelchen Rülpsern oder Räuspereien oder Worten. Das heißt, ihr werft still. Verstanden? Kannst du uns hören? Ich kann euch hören, aber die beiden nicht. Nee, wir hören sie nicht. Und die 30 Sekunden starten jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur besprechen? Ja, das kommt schon. Wir gehen da auf die Seite und von hinten einfach ganz schnell. Ganz schnell. 20 Sekunden noch. Aber erklär es mir. Wir haben ja noch... Darf ich den Ball fangen, wenn er ihn wirft? Ihr dürft den Ball nicht aufhalten, Vanessa, und... Oh nein, meine Brille! Nein, meine Brille! Ich weiß es. So, weißt du? Also ihr habt es rein geschafft. Innerhalb der Zeit. Und Joko hat den Ball nicht gefangen. Das war vielleicht ein Vorteil für Aki und Vanessa. Du weißt den Song? Ja, sag. Peter Zukunft, Fox auf jeden Fall. Zukunft Pink. Ja. Zukunft Pink, stimmt. Damit der erste Punkt für Vanessa und Aki. Das Prinzip ist verstanden. Ja. Ihr seid jetzt dran mit Werfen. Bitte nichts sagen beim Wurfprozess, weil dann natürlich das ratende Team nicht hören kann, was da passiert. Geht in eure schalldichten Kabinen. Ich gebe euch das Startsignal. Joko und Klaas müssen den Song erkennen, um auszugleichen. Und wir sind gespannt, was jetzt passiert. Wir spielen insgesamt 8 Songs, also 4-mal ich höre dich super. Den Ball benutzen und 4-mal raten. Seid ihr bereit? Ich glaube, es ist scheißegal. Vanessa und Aki, eure Zeit läuft ab. Welche Seite? Jetzt. Die Seite. Mir egal. Spiele. Okay, wann? Oh nee, das ist voll einfach. Ja, voll einfach. Was meinst du? Noch 20 Sekunden. Warte. Okay. Noch 15. Wo bist du denn? Hier. Ach, rein! In die Kabine! Scheiße! Fuck! Nina Chuba. Ich weiß! Nina Gut. Chuba. Nina Chuba, Wildberry Lily. Ja. Das ist richtig! 1-1! Boah, aber ey! Nicht einfach! Wir kommen zur nächsten Runde. Und jetzt, nee, jetzt legen Aki und Vanessa vor. Hört zu, ihr legt vor. Und jetzt wird nicht geworfen, sondern jetzt wird gerollt. Okay. Ihr seid hier in der Ratezone, Klaas und Joko. Willst du rollen? Und Vanessa und Aki rollen. Muss ich dann da hin? Egal. Ist es egal? Egal, von wo man wirft. Ja, ne, ich kann auch da. So nee, auch wieder hinter der weißen Linie rollen. Rollen, nicht werfen, rollen. Und ihr dürft den Ball selbstverständlich nicht aufhalten, Klaas und Joko. Logisch. Ihn an euch vorbei rollen lassen. Okay. Ich gehe in die Lauschzone. So. 30 Sekunden. Ab. Welche Seite möchtest du? Jetzt. Ja, mach, ja. Du gehst zu ihm, ich geh zu ihr. Mhm. Ja. Wir müssen nur in dem Feld bleiben, ne? 20 Sekunden. Die Richtung. Ja, ja, aber. 15. Jetzt. Scheiße. Shit. Hast du ihn? Nein, 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 nein. Ich gehe auch wieder rein. Also das war Harry Styles As It Was. Harry Styles As It Was, richtig. Es wird gewechselt. Ich will die Tür immer. Also jetzt mal gucken, was ich mir jetzt für eine Taktik überlege. Sag mal, müssen wir dann... Was muss ich jetzt noch machen? Muss ich rollen? Soll ich da rollen? Nur der Empfangende. Ja. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Bist du auch so ein bisschen außer Atem, obwohl noch gar nicht? Warum eigentlich? Oh, jetzt machen, das geht ja bestimmt hier rüber, weil Taktik links, weißt du? Ja, ja. Ah, nee, doch nicht. Ah, ja, weiß du, weißt ich. Es auch ja. Was? Geschafft? Darf ich? Ja. I can buy myself flowers. Also Flowers von Miley Cyrus. Sehr gut, richtig. 2-2. Wie soll das gehen? Geil. Ganz stark. Okay, gibt aber, ey, aber das ist bislang, das sind solche Hits, dass es nicht den einen Teil im Song gibt, wo man das nicht gut erkennt. Jetzt kommen wir zur Runde Nummer 3. Wir hatten
werfen, wir hatten Rollen, jetzt kommt Schießen. Und wir starten mit Joko und Klaas in den Kabinen. Schießen. Und Aki und Vanessa raten. 2-2 steht es, wir haben noch 2 Runden vor uns. Und dann... Danke. Einer hat, mich so hochgeklatscht hier. Jetzt bin ich tierisch motiviert. Dankeschön. Ich hab voll Tür zu, 30 Sekunden habt ihr, und zwar ab jetzt. Was ist, wenn er daneben schießt? Da in die Tribüne. Habt ihr länger zum Hören? Ach so, ja, die Tür können wir auch schon aufmachen. 20 Sekunden. Warte. Also wir lauern für unseren Teil. Absolute Ruhe. Innerhalb der Zeit geschafft. Hab ich nicht gehört. Egal, wir müssen gewinnen. Ich habe es gesagt. Nee. Aber ist auch egal, wir müssen gewinnen. Dieser krasse Hype-Song, weißt du, dieser... Brauch einen Song von euch? Keine Ahnung, können wir raten? Ich hasse dich, oder? Wir können immer raten. Ich hasse dich, Nina Chuba? Nein. Scheiße. Kraftklub, ich will nicht nach Berlin. Damit bekommt ihr einen Punkt und führt 3-2. Ihr seid dran mit Schießen. Schieße flach, ne? Nee, wir haben es ja auch nicht gehört. Hä? Hoch ist schon nicht... Ich hau einfach einen hinter. Hä? Hau drauf. Flach ist doof, dann hörst du es ja vorher auf dem Boden. 30 Sekunden laufen ab. Stopp! Jetzt! Ach komm. Du musst hochschießen, glaube ich, weil oben hört man es nicht so gut. 20. Linke Seite. Von mir aus? Ja. Denkt an die Zeit. Achso, ich muss da gar nicht rein. Also ich habe es mit seine Schnell der Zeit geschafft. Vanessa, kleine Verwarnung. Apache raus, 207 bitte. Roller. Wie bitte? Apache 207 Roller. Sorry. Das ist... Richtig, und euer 4. Punkt. Aber 4-2. Ich habe auch meine Brille eben reingerufen, das war auch unfair. Da hab ich ja schon gesagt, habe ich die auch verwarnt. Okay, da hab ich die auch schon verwarnt. Das war aber auch schlecht geschafft. Alles gut, das könnte jetzt schon die alles entscheidende Runde sein, denn wer macht diesen 5. Punkt, haben die beiden keine Chance mehr auszugleichen. Und es liegen jetzt vor Vanessa und Aki. Ach so. Und jetzt, ganz kurz, geht es nicht ums Werfen, Rollen oder Schießen, sondern ums Übergeben. Ihr dürft sozusagen eure Schusswerfzone verlassen und müsst in der Lauschzone den Ball übergeben. Denkt dran, bei allem Engagement und Leidenschaft, lauft nicht ineinander, macht euch nicht kaputt. Überlegt, wo welcher Kopf hingeht und dann wird das alles klappen. Hm? Ready to go? Also, in der Lauschzone übergeben. Also, den Ball übergeben bitte. Lass uns das so zum Rücken, also zu deinen Rücken quasi Aufgabe als. Für weißt okay. du? Ja, sorry. Ja. Das hätte ich vorher 30 Sekunden! Nein. 30 Sekunden laufen ab jetzt! Ich kann Lippen lesen, das war so einfach, sagt sie. 20. Wir telefonieren da richtig, ne? Leg du auf, nein, du. Leise, absolute Ruhe. Tür zu, innerhalb der Zeit. Someone Like You. Someone Like You von Adele ist richtig. Vanessa, gut habt ihr das gemacht. Gut habt ihr das gemacht. Der erste Punkt ist richtig für uns. Danke. Warte. Hab ich dir wehgetan? Nein, alles gut. Das musikalische Musikquiz aller Musikzeiten. Vielen herzlichen Dank für Ihren Applaus und Ihr Mitleid. Und Sie können direkt weiterklatschen, denn wir freuen uns sehr. Kann ich kurz was zeigen? Ja. Guck mal hier, das Bild. Das ist Backstage. Euer Mittagessen. Eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, habe ich gemacht. Ist gut, oder? Was Leichtes.
Ja, wollte ich nur mal sagen. Ja, ja voll cool. Ist ja. Ja. Gut, dann machen wir da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar mit Applaus, bitte. Einfach weiterklatschen, denn wir freuen uns über zwei absolute Stars der Popkultur, die wir jetzt bei uns in der Arena begrüßen dürfen. Schauspielerinnen und Moderatorinnen sind sie. Hier sind Paulina Ruzynski und Jessica Schwarz. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ah ja, hier. Direkt gleich die erste Frage an euch beiden. Wer kann besser singen? Wer ist musikalischer? Auf jeden Fall ich. Nee, weil ich hey, weißt du noch, als du beim Frühstücksfernsehen aufgetreten bist? Ganz genau. Oh. Schon ein paar Jahre her, aber wir erinnern uns sehr gut. Was habt ihr gesungen? Nee, nee, ich hab nicht. Hier, sie hat gesungen. Was? Ja, ich habe live gesungen, Big Star hieß der Song. Also so tief ist die Erinnerung und das Trauma krass, sitzt noch so tief. Gewusst. Und ich weiß sogar noch, wie mein Album damals hieß, ja. Diamond City. Stellt euch mal hinter das Pult, bitte. Ich erkläre okay, euch jetzt mal, was hier bei diesem großartigen bitte nach dir. Quiz passiert. Das hier ist das musikalischste Musikquiz aller Musikzeiten. Und es geht darum, dass Fragen in diesem Quiz rund um das Thema Musik beantwortet werden sollen. Und jetzt kommt das Spannende. Die Fragen werden vorgesungen, aber auch die Antworten. Wir haben Zaubermikrofone bei euch aufs Pult gelegt und die werden eure Stimmen verwandeln in ganz tolle Gesangsstimmen. Ihr dürft gerne ausprobieren und testen. I had the time of my life. Schön, dass du so einen Song auswählst direkt. Mein Lieblingssong. Das ist absolut. Ach, guck mal, jetzt holen sich hier Leute was vom Kuchen. Hey! Finger weg vom Kuchen! Das ist Laura. Das ist nicht live, Joko. Doch, das ist live. Natürlich ist es live. Wirklich? Ja. Ja, der steht da hinten mit einer Kamera. Soll ich mal hingehen? Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt gibt's Ärger. Wo ist das? Ein Stück Kuchen. Wo ist das? Wo ist das Stück Kuchen? Wo ist das? Hallo. Du sollst, ja, Klaas. Du sollst nicht winken, die sollen die Finger vom Kuchen lassen, Mann. Ein Stück Kuchen. Nee, und ich würde mich total freuen, Klaas, wenn du vielleicht zwischendurch nochmal zurückkommst zum Spielespielen. Ja. Oder? Dankeschön. Oh, es gibt aber komm mit dem Kuchen to wieder. Go. So. Gerettet. Ein bisschen Zucker im Tank könnt ihr gebrauchen. Teilt ihr? Achso, hast du mich gehört da hinten? Sehr gut. Für dich. So. Ich habe das einmal mit dem Finger aber ohne Gabel. Rein, aber ich habe vorhin Hände gewaschen. Wollen wir schwesterlich teilen? Auf jeden Fall. Die Fragen werden vorgesungen. Wenn ihr meint, während ihr die Frage hört, ihr kennt die Antwort. Der ist noch ein bisschen gefroren, wollte ich nur sagen. Aber geil, ja. Eistorte. Ich dachte, ich habe mit zwei schon viel zu tun. Aber mit vier. Steven, das liegt doch ein bisschen daran, ob man sie ablenken lässt. Mach jetzt, komm. Zeig deine Autorität. Zeig sie. Die Fragen werden vorgesungen. Wenn ihr meint, ihr kennt die Antwort, haut ihr auf den Buzzer, dann stoppen wir die Fragestellung. Und dann singt ihr bitte die Antwort vor. Oh. Ist die richtig, gibt es einen Punkt. Ist die falsch, wird die Frage zu Ende gesungen und das gegnerische Team darf dann nochmal versuchen, die Antwort zu ersingen. Ist die dann richtig, gibt es ebenfalls einen Punkt. Und wer singt die Frage? Du? Kommen wir gleich zu. Wir spielen bis sechs. Das Team, das also als erstes sechs Punkte gemacht hat, gewinnt dieses Spiel. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Sehr schön. Wer singt die Frage? Und nicht ich, zum Glück, sondern Menschen aus unserem großartigen Publikum. Und Niki assistiert mir und hilft mir. Wir werden zu den einzelnen Menschen gehen. Und ihr lauscht und haut auf den Buzzer. Geht jetzt los. Wer singt denn die erste Frage aus dem Publikum? Du. Erzähl mal, wie heißt du? Kathi. Gut, bist du bereit? Erste Frage, ihr seid bereit. Los geht's. Tonleitern definieren die Tonart eines Liedes. Lu, 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 lu.
Aus ihnen werden Harmonien gebildet. Mi, 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 mi. Aus welchen Tönen besteht die klassische C-Dur? Signor Prosciette. Gut, du wartest kurz, Kati. C-Dur. C-Dur. Aus welchen Tönen besteht die... Dann leg mal los. Kannst du? Mach du. Mach bitte. C, D, E, F, G, A, H, C. Das ist richtig. Ein Punkt für Paulina und Jessica. Ich weiß gar nicht, habt ihr euch über euren Gesang gefreut, über die richtige Antwort oder einfach nur gefreut? Alles gemeinsam. So, alles gemeinsam, war großartig. Und danke, Kathi. Ja. Wir kommen zu Frage Nummer 2. Wo kommt die? Wer stellt die? Da. Da. Frage 2. Los geht's. Sido heißt mit bürgerlichem Namen. Hartmut für dich. Und du bleibst ganz kurz ruhig. Das ist komplette Scheiße und falsch. Ja, wir können zu Ende hören. Bitte nochmal. Nein. Weil die Frage viel länger ist. Ja, sehr gut. Das geht noch weiter. Und wir hören den Rest der Frage. Paul Würdig. Aufgewachsen ist er im märkischen Viertel von Berlin. Hip-Hop, hooray, ho, hey. Vom wievielten bis zum wievielten Stock geht Sidos Welt in seinem Hit Mein Block. Ihr braucht nicht mehr zu drücken, Paulina. Ihr seid so und so dran. Meine Stadt, mein Bezirk, meine Homies, meine Gegend, meine Gedanken, meine... mein Block. Meine Welt, meine... reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Und das ist richtig! Der... zweiter Punkt für Paulina und Jessica und wir kommen zu Frage Nummer 3. 6 Punkte müsst ihr erspielen, um zu gewinnen. Joko und Klaas, kleiner Tipp, Fragen sind länger als 3 Worte. Hört ganz genau zu und drückt den Buzzer. Los geht's. Mamma mia, die 80er Jahre erleben zurzeit eine wahre Renaissance. Eine schwedische Band macht dadurch wieder Money. Nennt mir die Vornamen von 2 Mitgliedern der Band, aber... Joko und Klaas! Bitteschön. Ich muss es ja singen. Ja, dann sing's. Und deswegen singe ich jetzt die richtigen Namen. Es ist einmal Björn und es ist Agneta. Und von mir aus noch Benny und wie heißt die andere da? Manfred? Nee, so ähnlich, ne? Manfred, glaube ich. Punkt für euch. Richtig gesungen. 1-2. Egal. Aus Sicht von Joko und Klaas. Egal. Und wir kommen zur nächsten großen Fragerunde. Wer stellt die nächste Frage? Wer singt die vor? Give me more, it's Britney, bitch. Im letzten Jahr verarbeitete Britney Spears in The Woman in Me ihre Lebensgeschichte. In welchem Musikvideo trug sie einen roten Bartel? Klar. Ich glaube, das war das Musikvideo zu Toxic. Und das ist falsch. Und ihr dürft singen. Mal gucken, ob ihr es richtig habt. Noch nicht freuen, noch nicht freuen. Wollen wir tanzen dazu? Echt? Ja, komm. 3, 2, 1 und Oops, I did it again. I played with your heart, but you're lost in the game. Oh, baby, baby, oops, I think I'm wrong. Das ist richtig. Yeah. 3-1. Haben wir nicht auf 3 Punkte verkürzt? 3-1. Wer stellt die nächste Frage? Wer singt die vor? Ah, hier vorne direkt. 54, 74, 90, 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Na klar, Sportfreunde stiller. Doch Herbert
rot-grüne Meier. Liebe 2006 auch einen WM-Song. Ja. 2000, was dreht? Was dreht? Was dreht? Das ist absolut richtig. Zweiter Punkt für euch. Sehr gut. 3-2, du hast das Spiel verlängert. 3-2. Wir kommen zur nächsten Frage. Singen Sie uns bitte vor. Im Film Bohemian Rhapsody geht es um die Band Queen. Scaramouche, Scaramouche. Im Film Stardust geht es um David Bowie. Ground Control to Major Tom. Wie heißt der Film, der von Elton John handelt? Signor Prosciutto. Paulina und Jessica. Ich glaube, ich weiß es. Es ist Rocketman. Und das stimmt. Rocketman ist der Film. 4-2. Ich bin so froh. Du bist so gut. So, 2 Punkte braucht ihr noch. Cool. Wer aus dem Publikum ist dran? Deine Frage. Leg los. Memory. All alone in the moonlight. Diesen Hit kann man im Musical Cats genießen. Nenn mir den Titel irgendeines weiteren Musicals. Du bist wahnsinnig. Sing. Irgendein weiteres Musical, dann nehme ich einfach Grease. Das ist richtig. 4-3. Geht's damit? Ich hab lieber. 4-3. Die nächste Frage ist dran. Herzlich willkommen. Deine Frage. Für mich soll's rote Rosen regnen, war eines der 3 Lieder, die sich Angela Merkel. Joko und Klaas! Ein anderes Lied, das sie sich bei ihrem Zapfenstreich auch noch gewünscht hat, war Ich hab den Farbfilm vergessen, mein Michael. Das ist richtig! Du hast den Farbfilm vergessen. 4-4. Ausgleich. Wir gewinnen das hier. Wir gewinnen das. Ihr holt den Pott nach Hause. Hallo, wie heißt du? Chiara. Herzlich willkommen. Danke. Deine Frage. Letztes Jahr schaffte es ein deutscher Comedian mit einem 30 Jahre alten Song auf Platz 1 der deutschen Charts. Nennt mir eine Zeile aus Friesenjung von Chiago, Jost und Otto. Joko und Klaas! Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deutsch. Euer Punkt, 5-4. Für Joko und Klaas. Das ist die entscheidende Runde vielleicht. Wer stellt die nächste Frage? Da ist jemand, der die entscheidende Frage vielleicht vorsingen wird. Gestern schienen all meine Probleme so weit weg zu sein. Jetzt sieht es so aus, als ob sie niemals verschwinden. Oh, ich glaub an gestern. Welchen Song? Joko und Klaas! Joko und Klaas. Ich glaube, das war Yesterday von den Beatles. Boah, gut gesungen. Gut geraten, euer Punkt. 6-4 gewinnen Joko und Klaas das Duell. Das war richtig. Yesterday von den Beatles. Spiel 4. Joko und Klaas, euer Horn Edin ist hier.
Ich habe mir für euch zwei habe ich mir ein richtig geiles Spiel überlegt. Ihr müsst lecken und vor allem müsst ihr aussaugen. So Leute, wisst ihr Bescheid? Und jetzt viel Spaß dabei. Tschüss. Das Diss-Duell. Vielen lieben Dank an Edin. Das Diss-Duell. Für dieses Musikspiel hat Herr ProSieben zwei echte Hits aus dem Gegnerregal geholt. Hier sind gut aufgelegt Moderatorin und Influencerin Aminata Belli und Moderatorin Hartnett Tesfay. Hallo Hartnett. Hartnett und Aminata. Nein. Vielleicht ganz kurz mal für alle, die jetzt gerade zugehört haben. Was? Vor Monaten. Vorgestern. Happy Birthday. Dankeschön. Ich hatte vorgestern Geburtstag. Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz aufklären. Das Diss-Duell. Also dissen bedeutet so viel wie jemanden oder etwas mit ganz viel blumigen Worten so richtig wegzubeleidigen. Dissen. Ja, ist klar. Seid ihr in der letzten Zeit irgendwann gedisst worden? Ich werde ständig gedisst, aber ihr? Ich werd von meiner Mutter ständig gedisst. Aber also die böse, schickt mir oder? Memes, die schickt mir irgendwas ständig. So jeden zweiten Tag. Besprechende Cappuccino-Tassen oder so Elternkram halt? Nee, kein Elternkram. Coole Sache. Dinge, man würde eigentlich denken, sie ist meine junge Schwester oder so. Ah, okay. Und antwortest du dann auch dementsprechend hart? Ich antworte gar nicht mehr eigentlich. Aber sie hört mich auch. Und du? Ey, ich werde leider Gottes dauernd von meinen Kindern gedisst. Und das Problem ist, wenn ich Kinder dissen, kannst du halt eigentlich nur es nett weglächeln. Ja. Also ich kann ja nichts sagen, ich kann ja nicht irgendwie zurückdissen, weil sonst muss ich irgendwie, glaube ich, in 15 Jahren die Therapiestunden bezahlen. Ja, das stimmt. Also, meine Mutter, nee, das geht natürlich nicht. Damals, als Mama mich fertig gemacht hat. Und deswegen spare ich mir das einfach und sag nichts, sondern... Und innen drin brodelt es. Man kriegt so viel zurück. Ja. Irgendwann. Kinder geben einem so viel. So, einmal hinter die Spielepulte. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr euch gegenseitig dissen sollt, sondern wir haben unterschiedliche Diss-Tracks vorbereitet. Und diese arbeiten sich an sehr bekannten deutschen Fernsehsendungen und Shows ab. Und lediglich das Einzige, was ihr tun sollt, ist erkennen, um welche Show es sich dabei handelt. Wenn ihr diesen Diss-Track gleich hört und meint, ihr erkannt zu haben, welche Show das ist, drückt ihr auf den Buzzer, gebt mir bitte den korrekten Titel. Stimmt das, gibt es einen Punkt. Stimmt das allerdings nicht, läuft der Diss-Track weiter und das gegnerische Team hat noch eine Chance, richtig zu antworten. Und was wäre eine amtliche Diss-Parade ohne einen richtigen Disser? Bitte begrüßen mit einem respektvollen Applaus unseren großartigen Meister seines Faches. Hier ist MC Quotensturz. Schön, dass du da bist. Direkt auf Position. Und er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Die Diss-Tracks sind großartig. Wir spielen 9 Runden maximal. Das heißt, wer die meisten Punkte einsackt, der gewinnt dieses Spiel. Alle Regeln verstanden? Yep. Ihr hört euch die Diss-Tracks an. Es geht nur um deutsche Fernsehsendungen und Fernsehshows. Ihr drückt den Buzzer, wenn ihr es wisst. Wenn das falsch ist, hat das gegnerische Team die Chance nachzulegen. Seid ihr bereit? Ihr spielt immer zusammen, ihr könnt euch logischerweise auch immer zwischendurch beraten, aber ich brauche dann eine korrekte Antwort. Okay. Hier kommt MC Quotensturz mit Diss-Track Nummer 1. Welche Show finden Querdecker Fake? Sage mir, welche Show haben Rentner auf Tapes? Was ist heute wieder fresh, noch aktuell? Wo sind Bad Vibes, sowas wie Geschäftsmodell? Ha? Wo sitzt Mensch vor der Cam und spricht und hat Drip wie ein Angela Merkel Gesicht? Wo geht es nur um den Schmutz dieser Welt? Wo hat die GEZ ein teures Studio hingestellt? Ha? Klaas, du hast gedrückt. Die GEZ, das hat mich rausgebracht. Ja. Aber ich brauche eine Antwort von dir, sonst läuft der Track gleich weiter. Oh ja, dann muss ich mal umändern. Dann ist es vielleicht, also eine Show halt, eine Sendung, ne? Fernsehsendung. Fernsehsendung oder Show? Da bin ich eigentlich.
Dann ist es hart, aber fair? Das ist falsch. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, hart, aber fair. Der Diss-Track läuft weiter. Ihr seid raus. Ihr könnt bis zum Ende noch ganz entspannt zuhören und mir dann eine Antwort geben. Weiter geht's. Welcher Shit kommt, steht zur selben Zeit und erzählt dir, was du längst aus deiner Push-Mitteilung weißt, ha? Was geht durch das Jugendwort viral und informiert das Land seit gefühlt 100 Jahren? Und der RTL hat sich Jan Hofer geklont, aber der Gong auf dem Sofa meiner Oma klingt dope. Nach der Show brauchst du Antidepressiva, denn der Bad News Dealer heißt Jens Riva. Ja. Wir brauchen nicht drücken. Wir brauchen gar nicht mehr drücken. Ihr müsst mir nur eine richtige Antwort geben für den ersten Punkt. Ja, also die Tagesschau. Ja. Wir sagen die Tagesschau. Und das ist richtig. Jan Hofer. Der Text war gut. Jan Hofer. Text war nicht schlecht. Also manchmal habt ihr gerade gelernt und gehört. Bis zum Ende. Am Ende kommen dann auch ganz häufig die richtigen Informationen noch. Aber es geht um Schnelligkeit und natürlich ums Wissen. 1-0 für euch beide. Wir kommen zu Diss-Track Nummer 2. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Und wenn nicht, kenne ich irgendwen, der weiß es. Ein Mensch auf dem Stuhl, viele Menschen. Joko hat gedrückt. Wer wird Millionär? Na. Und das ist absolut richtig. 1-1. Wir hören noch mal ein bisschen weiter, weil der Track ist wirklich super. Hier der Rest von Wer wird Millionär? Drumherum, ein Menschen gegenüber, alle denken, er wird dumm. Der bringt mich aus dem Konzept, weiß genau, was er tut. Lass mich nicht verarschen, mein Impuls war doch gut. 6 Kandidaten, alle dümmer als Joko. Die haben nicht mehr verdient als ein Erinnerungsfoto. Einer hustet in der Crowd, schon hab ich die Antwort. Batman kenn ich nicht, doch der Joker kommt mir bekannt vor. Ich will Mios machen, ohne viel zu machen. Echte Arbeit nervt, vielleicht wird's hier ja klappen. 15 Antworten fehlen zum Glück. Der Host macht RTL, ARD und zurück. 6-0 dran, so leicht wie nie. Doch wir sind's noch nicht, who wants to be? Vielen herzlichen Dank, MC Quotensturz. 1-1 nach 2 Tracks. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge in petto. Hier kommt Track Nummer 3. Welche Oldschool-Show gibt schon seit Dalli Dalli? Wurde später übernommen von Agent Muller und Dana Scully. Das ist eine reine Reste-Grampe für Laiendarsteller. Selbst Schweiger in seinen wacksten Zeiten war besser. Bei dieser Sendung ist die größte Produktionsleistung die Spannung der Telefonleitung. Nur tot. Joko und Klaas. Klaas. Ich bin so dumm. Hä? Du hast gedrückt, aber hast keine Antwort. Also ich bin sehr gespannt, Klaas. 5. Die größte Produktionsleistung, die Spannung. 4. Der hat 9 live. Aber das ist falsch. Falsch, ist ja keine Sendung. Weiter geht's. Aminata und Hanet, ihr könnt euch entspannen. Hört den Track weiter und gebt mir eine richtige Antwort für den nächsten Punkt. Bitteschön. Da wird's traumatisch im Kopf. Das Einzige, was ich suche, ist der Ausschaltknopf. Manche Opfer sterben, doch die Hoffnung nie. Rudi setzt auf Telefonlawine wie in Rocky Beach. Aber die echte Welt ist kein Hitchcock-Buch. In Deutschland bleibt niemand stehen, wenn du nach Hilfe rufst. Als ob ich noch weiß, wo ich vor 10 Jahren war. Als in meiner Nachbarschaft jemand starb. Ich ruf da an und gebe Tipps an die Ermittler. Kein 31er will nur davon ablecken, dass ich's war. Akte, ja, ja, jetzt haben wir's noch besser. Okay. Ein Glück haben wir zu Ende gehört. Wow. Gut. Aber jetzt wissen wir's wirklich. Du darfst. Ja, genau. Achso, ich muss. Ich kann's einfach nur sagen. Das ist Aktenzeichen XY. Aktenzeichen ungelöst. XY ungelöst. Richtig, ja. Euer Punkt. 2-1. Sehr, sehr gut. Seid ihr bereit für den nächsten Track? Yes. Hier kommt Nummer 4. Hilfe, ich bin kein Star, lass mich hier drin, ja. Jeder weiß, wo Jurismus ist hier King, ja. Erst wurden aus dummen Menschen Promis gemacht und später... Das ist zu einfach. Joko. Da gibt's so viele Formate. Das ist zu einfach. Joko. Da gibt es so viele Formate, Joko. Ja, aber lass ihn doch erstmal eins sagen. Also ich möchte ganz kurz sagen, ja, ich weiß, ich bin einmal gebuzzert, einen Punkt. Zweimal gebuzzert, keinen Punkt. Aber mir jetzt zurück, weil jetzt verunsichert du mich, weil... Jetzt sagst du, ja. Okay. Ich brauche eine Antwort. Du hast gedrückt. Also es wäre schon echt einfach, wenn es ja die richtige Antwort 5, ist. Ja, wir sind 4, bei Joko und Klaas gegen 3, Sieben. Das ist 2, Big Brother. Bitte? Was? Big Brother. Und das ist richtig. Oh, ja. Big Brother. Ja.
2:2. Also, ein Nummer. Ist okay. Den Punkt schenken wir euch. Das war zu einfach. Den könnt ihr den auch schenken. Aber, merkst du, da hat es kurz gekriselt, aber Joko hat das Eisen aus dem Feuer geholt. Gut, hier kommt unser nächster Diss-Track. Yeah. Einmal guckt man's aus Versehen. Wer zweimal guckt, hat kein Leben. Jeder Hund da am Set actet besser als die. Nur Bauer sucht Frau, ist noch schlechter gespielt. Wo verkauft man als Schauspieler seine Seele? Wo haben... Signor Prosciente. Wo? Okay, Hartnett. Ich verstehe dich nicht. Schön, dass ihr miteinander kommuniziert, aber beide flüstern und nicht verstehen. Nein, sag einfach, was du denkst. Ich habe jetzt, hab jetzt auch einmal gedacht, dass ich nehme jetzt das Naheliegendste. Aber nicht das andere sagen, weil sonst sagen die beiden das. Nee, aber ich brauche trotzdem das, auch bei dir eine Antwort, Hartnett. Finde ich aber gut, nicht das andere sagen. Oh, hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Nein. Also sag du, was ich sag Tatort. Echt? Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Wir hören den Track weiter. Ihr braucht nicht buzzern, Joko und Klaas. Ihr könnt einfach zuhören und eine Antwort gleich geben. Bitte schön, MC Quotensturz. 4000 Charaktere, die gleichen Probleme. Der Scheiß läuft immer nur am Wochenende nicht und endet immer mit erschrockenem Gesicht. Schauspieler, die zum Sterben zu schlecht sind. Halbe Stunde lang mehr Werbung als Action. Wenn man Zimmer guckt und dann eine Woche lang nicht schafft, dann hat man trotzdem nichts verpasst. Man würde es auch nicht merken, wenn sich Folgen wiederholen. Autoren geben sich mehr Mühe, selbst in Pornodialogen. Alle Charaktere da sind dumm und unbelehrbar. Die Show ist scheiße, aber Joe hat sie gerne. Ja, das war doch richtig. Okay, welche Antwort? Ich möchte erstmal eine Lanze brechen für meine Vereine der Sendung, die ich sehr gerne gucke manchmal. Und ja, ernsthaft, ich sag doch nicht, ich werde doch auf Joe Gerner hier nichts kommen lassen. Ja, das stimmt, ich auch nicht. Stimmt. Liebe Grüße. Das ist unser Anwalt gewesen früher. Über Jahre. Ja. Das ist so ungefähr, als Jizzes mal mit diesem Anwalt von Barbara Salisch wirklich vor Gericht war. Weil der ja echt juristisch. Oh Mann, naja, so, also, es ist gute Zeit, schlechte Zeit. Und das ist richtig euer Punkt. Damit geht ihr in Führung. 3:2. Darf ich mich auch ganz kurz rehabilitieren? Möchtest du was sagen, was dich rettet? Ich möchte mich bitte einmal ganz kurz bei allen Schauspielern, die jemals im Tatort mitgespielt haben, entschuldigen. Ihr habt natürlich nicht eure Seele verkauft und das ist 1A-Klasse Fernsehen. Sorry. Aber mit so einem Lächeln noch zusätzlich. 1A-Klasse Fernsehen. Seid ihr bereit für den nächsten Track? Ja. MC Quotensturz ebenfalls. Dann bitteschön. Für Erfolg bei den Fans haben die ein Silbereisen im Feuer. Nicht alles Gold, was glänzt, guck ich das, hab ich Spaß, wenn mich Drogenhunde pilzen. Vorhersehbare Story, so wie Rosamunde Pilcher. Und selbst du. Klaas. Nee. Traumschiff. Du sagst, es ist das Traumschiff. Und das. Ist richtig, ne? Ist richtig. Ja! Yeah. 4:2. Können wir das noch zu Ende hören? Willst du es zu Ende hören? Ja, gerne. Ja, sehr gerne. MC Quotenschuss ist ready to go. Hier kommt der Rest von diesem wunderbaren Diss. Ludwig der Zweite war nicht so euphorisch, denn er fand die Show damals schon etwas zu altmodisch. Alle menschlichen Gefühle füllen die Szene, wahrscheinlich drehen sie so weit weg, weil sie sich dafür schämen. Wenn das Drehbuch schwankt, fallen aus dem Kotzekutte Forrest Gump die Schrimps aus der Hand. Auf dem Gnadenhof der Promis mach ich Gage nur für Joko und Harald Schmidt macht das alles nur für Promo. Es ist ein sinkendes Schiff, deutsche Rentner auf dem Oberdeck. Ist das jetzt Gebührenfernsehen oder Walking Dead? Man hofft, der Olle Kahn würde niemals heimkehren. Nur leider gibt es in der Südsee keinen Eisberg. Vielen Dank, MC Quotensturz. Sehr gut. Hartnett und Aminata, wir haben jetzt die besondere Situation, dass Joko und Klaas mit 4:2 Punkten vorne liegen. Nächster Punkt entscheidet. Bleibt ihr dran oder gewinnt ihr euren nächsten Vorteil? Und wir haben natürlich einen wunderschönen Diss-Track Nummer 7. Hier kommt er. Ja. Yeah. Am Anfang werden Dullis vorgeführt mit Cash aus Benelux. Am Ende werden die immer noch vorgeführt, aber niemand guckt. Hier werden Vollidioten von Vollidioten bewertet. Am Ende ist es Comedy, aber mehr nicht. Spiel mit der Hoffnung von Opfern.
vor laufender Kamera. Zwar traurig für Kandidaten, aber ein Traum für den Kassenwart. Mittelmäßige Prominente sitzen am Tisch. Von der Gage werden nachher schön die Lippen aufgespritzt. Was ist Terror für die Ohren wie die Taliban? Und hat mehr Musik auf den Gewissen als Frank Farian. Nächstes Jahr kommt davon Staffel Nummer 20. Obwohl von 18 Staffeln heute keiner mehr bekannt ist. Die beste Stimme Deutschlands will... Signor Prosciutto. Deutschland sucht den Superstar. Ja. Welchen, das macht aber, welche Sendung? Das nee, Aminata, sag doch, mal, was du gerade gesagt hast. Wir müssen ja jetzt was sagen, weil... Wir ja, ihr habt gebuzzert. Das ist unser Hail Mary-Wurf jetzt. Ja, sag's. Sag mal. Was? Ich glaube, aber das ist nicht schon 21. Ja, aber ich glaube, er hat gesagt, jetzt, nächstes Jahr. Ja, Deutschland sucht den Superstar. Und das ist... richtig. Oh! Mann, ey. Deutschland sucht den Superstar. Ihr verkürzt auf 3-4. Ich fand die Zeile, also zwischendurch kann ich mich gar nicht konzentrieren, weil ich es witzig finde. Er hat gesagt, er hat mehr Musik auf dem Gewissen als Frank Farian. Ja. Nicht schlecht. Das ist sehr witzig. Hier kommt Diss-Track Nummer 8. Was besteht mehr aus Werbung als aus Inhalt und hat außer der Werbung eigentlich auch keinen Inhalt? Bei Hater-Kommentaren steht immer das Gleiche. Ich fand die schon immer scheiße. Wer denkt, er macht die beste Comedy der Welt und unterbricht sich durch seine Z-Promis selbst? Ihr denkt, ohne euch wäre das Fernsehen tot, aber ihr spielt, wer hebt hier die schwersten Gegenstände hoch? Ah ja. Das ist es war so klar, es war von Anfang an. Joko und Klaas gegen ProSieben. Und das ist der entscheidende Punkt, der stimmt. Oh, das möchte ich gerne. Damit haben wir gewonnen. Warte, bleib noch mal hier. Herbert. Vielen Dank, Vivi, für diese Ankündigung. Ja, das Spiel nennt sich Herbert. Und ich würde mal sagen, dass für ein Spiel, das Herbert heißt, braucht man natürlich auch einen Gast oder einen Gegner, der diesen Namen spazieren trägt. Und ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass er wohl der berühmteste und beste Herbert überhaupt ist. Hier ist Herbert Grönemeyer! Schön, dass du da bist, Herbert. Herbert Grönemeyer war uns im Studio. Ach, wie toll. Standing Ovations schon bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Über 200 selbstgeschriebene Songs, über 40 Songs in den Charts. Kannst du noch jede einzelne Textzeile? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also ich muss mich echt konzentrieren und manchmal lasse ich das Publikum dann singen und höre genau, was die singen und dann singe ich eine Sekunde später. Ja, sehr schön. Okay, heute musst du dich noch mal dran erinnern. Und das Schöne ist, ich erzähle kurz aus dem privaten Nähkästchen, das ist heute für mich auch ganz aufregend, weil das allererste Interview, das ich jemals geführt habe, war mit Herbert Grönemeyer mit 14 für die Zeitschrift Tempo als Praktikant. Ach, Quatsch. Ja, und dazu muss ich sagen, das war total bezaubernd. Ich habe dich angerufen damals. Mein Redakteur hat gesagt, ruf mal den Herbert Grönemeyer an. Habe ich mit dir gesprochen. Und am Ende meintest du, das ist ein total nettes Gespräch. Wie alt bist du denn? 14. Und du so, okay. Aber also seitdem hatte ich die Ehre, ihn noch mal häufiger zu treffen. Bitte stellt euch einmal kurz an eure Spielepulte und ich erkläre euch, worum es bei Herbert geht. Es geht darum, Herbert Grönemeyer Songs zu erkennen, die wir euch vorspielen. Wir haben es ja gerade gehört, Herbert erinnert sicherlich noch die Melodie und kann sich dann an den Songtitel erinnern. Aber wir machen das Ganze noch ein bisschen schwieriger, denn wir präsentieren die Herbert Grönemeyer Hits in einem neuen Gewand. Und dazu bitte ich jetzt unsere Gäste rein. Hier kommen 3 Erasmus-Studenten, Studentinnen, ein DJ namens Tobi und ein Heavy-Metal-Growler, unser Lukas. Herzlich willkommen. So, Herbert, Joko und Klaas, ich erkläre euch jetzt kurz, was es damit auf sich hat. Hier Halleluja. Ist der Lukas, er ist Heavy-Metal-Growler. Das heißt, er
schreit, er growlt, er ist ziemlich laut in dem, was er tut. Dann kommen wir zu unserem DJ namens Tobi. Er hat für jeden einzelnen Herbert Grönemeyer-Hit eine ganz eigene Version, einen Remix kreiert. Also auch da hören wir deine Lieder in einer anderen Version. Dann kommen wir zu unseren drei Erasmus-Gästen. Welcome to the show. Die sind ganz frisch in Deutschland angekommen, sind der deutschen Sprache noch nicht so richtig mächtig und haben noch nie einen Herbert Grönemeyer-Song gehört. Oh. Die werden gleich versuchen, das, was sie über die Kopfhörer zugespielt bekommen, mitzusingen. Nein. Wir sind gespannt, was da passiert. Wenn ihr den erkennt, buzzern mir sagen. Ist das falsch? Hat das gegnerische Team oder der Gegner nochmal die Gelegenheit, sich das weiter anzuhören und einen Tipp abzugeben? Boah. Okay, alles klar. Herbert, Joko und Klaas, wir starten mit dem ersten Herbert Grönemeyer-Hit, interpretiert von unserem Heavy-Metal-Growler. Los geht's. Bochum. Du sagst Bochum und das ist absolut korrekt. Hätte ich nicht erkannt. Sehr schön. Ich kenne sehr gut den Song, habe ich nicht erkannt. Hör mal zu. Bochum. Achso, okay, ganz logisch. Erster Punkt für dich. Hätte ich nicht erkannt. Wir machen weiter mit unserem DJ Tobi. Okay. Und hier vielleicht ganz kurz für euch zur Ankündigung. Er hat die Signature-Laute von Herbert in einen Song gepackt. Also das ist ein Hit, aber die kommen aus... Neues Album kommt, finde ich jetzt hier. Genau. Pass auf, hier ist DJ Tobi mit seiner Version. Okay, Joko und Klaas? Was? Du musst auch was sagen. Das war, ist das Zeit, dass sich was dreht? Zeit, dass sich was dreht, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh. Zeit, dass sich was dreht, hätte ich gesagt. Und das ist richtig. Yes! Yes! Das war der Teil. Das war das. Das ist ja nur da. Ja. 1-1. Wir kommen zu einer ganz neuen Version eines Hits von Herbert Grönemeyer. Mit ganz genau zu. Unsere Erasmus-Gäste werden alle ihn jetzt vortragen. Ja, die singen alle zu dritt. Ob das jetzt synchron ist, wissen wir nicht. Aber die singen auf jeden Fall alle zur selben Zeit das, was sie glauben zu hören. Los geht's! Let us learn am Höhenbaum. It's a bisschen classic. Auch mit Zellösen. Inspektion. Sein Oscar. Und das Kassel. Was ist denn los? Was ist denn passen? Okay. Was ist hier los? Was ist passiert? Klaas und Joke, stopp. Was soll das? Was soll das? Das ist falsch. Ach, ich weiß! Warte mal. Herbert kann noch weiter. Bitte schön. Alkohol. Du sagst Alkohol und das stimmt in diesem Fall. Thank you so much. Alkohol. Dein zweiter Punkt. Herbert, woran hast du es erkannt? Gab es da irgendwie so eine. Also ich habe nichts verstanden, aber du hast was verstanden. Ich habe auch ein bisschen nur geraten. Ja, geraten. Du hast nur eine Zeile gesungen. Da dachte ich, das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. Sehr schön. Hat gepasst. 2-1. Thank you so much. Wir machen weiter mit DJ Tobi. Und jetzt hören wir von ihm einen holländischen Hardcore-Style-Mix eines deiner Hits. Also nur vielleicht zur Einstimmung, dass ihr wisst, was euch da erwartet. Bitte schön, DJ Tobi. Ik draai al sinds uren mijn ronde, de motor het drummen, het dondert in mijn oren. Mambo! Du sagst Mambo und das ist korrekt! Meine Wunde, das kommen die Motoren, das wird in
Momentan steht es 3:1 für Herbert. Und wir kommen zur nächsten Version eines deiner Hits. Und Lukas, unser Heavy Metal Growler, ist wieder an der Reihe. Hört ganz genau hin. Wenn ihr buzzert, gebt ihr eine Antwort. Ist die richtig, kriegt ihr einen Punkt. Ist die falsch, hat der Gegner die Möglichkeit, noch einmal diesen Punkt sich zu krallen. Bitteschön. Runde! Niemand mich will. Niemand. Niemand, der mich so drückt. Niemand, der mich benutzt. Klar. War das, wenn auch in einer besonderen Version, Flugzeug im Bauch? Oh, das wäre eine ganz besondere Version, weil das eigentlich eher ruhig und eher so ein bisschen emotional. Braucht niemand, der mich quält, war das? Emotional anrührend ist, und das stimmt. Das ist der Punkt für euch. Ja, gut. Das ist, glaube ich, so ein typisches Lied, wenn man Liebeskummer hat, wenn man das hört, ist es anders. Ja, das trocknet die Tränen zu Hause. Aber ja, genau. Das macht einen stattdessen sehr wütend. 2:3. Herbert liegt immer noch vorne. Und jetzt kommt ihr wieder. Please put on your headphones. Und hier kommt wieder von unseren Gästen von Erasmus ein Herbert Grönemeyer-Hit vorgesungen in einer ganz besonderen Art und Weise. Conversation life. Meine Puste. Und das muss. Das muss. Senior Prussien. Ja. Männer? Das ist leider falsch. Oh. Wir hören uns den weiter an. Warte, no, you have to continue. Okay. You have to continue. Okay. Ja. Meine Fuß. Das Mut. Das Mut. Aber ihr könnt ja einfach raten. Herbert kann nicht mehr beißen. Ich rate jetzt und sage, dass es bleibt alles anders. Nein, das ist falsch. Ich kann jetzt schon mal sagen, Herbert, du hast neue Fans auf jeden Fall. Ne? Die werden sich den Song dann im Original mal anhören, weil der nämlich genau so klingt. Guck mal. Womit darf ich das verleihen, dir? Was ist denn so blöd? Keine Punkte an dieser Stelle, aber wir haben ja noch ganz, ganz viele im Repertoire. DJ Tobi ist wieder dran und er präsentiert uns jetzt eine Unterwasserversion eines deiner Hits. Los geht's. Senior Prussien. Das ist Männer. Du sagst, das ist Männer, und das ist richtig. Verrückt. Sehr gut, okay, sehr gut. So, wir haben jetzt noch einen Song. Wenn Herbert den schafft, hat er gewonnen. Ja, genau, wenn du den richtig errätst, hast du gewonnen. Und jetzt seid ihr wieder. It's your turn, one more time. Also wir hören das jetzt wieder von unseren Gästen von Erasmus. Ein Hit. Und konzentriert euch, guckt auf den Buzzer, hört ganz genau hin. Wer macht von euch jetzt das Rennen? Please start. Los geht's. Es gibt kein Gutes. Es ist der Charme, kein Weiß. Es gibt ein Doktor. Jetzt Kinder an die Macht. Und das stimmt, es ist richtig. Kinder an die Macht, das ist der Punkt für Herbert. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank an Lukas, unser Lucky Matty Brawler, an DJ Tobi. Und an unsere Gäste von Erasmus, thank you so much. All the very best.